Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier und heute zu einer neuen Folge rund um den Kia e-Niro. Ja, heute bin ich im Gespräch mit KD Schmitz, dem E-Mobilitätsberater hier aus Berlin, und wir sitzen wieder im Kia e-Niro, weil um den geht es ja zum größten Teil auch und nicht nur darum, sondern um die Elektromobilität im Allgemeinen. Und wir sitzen im Kia e-Niro, der uns vom Autohaus Kia Dinnebier zur Verfügung gestellt wurde für diese Aufnahmen. Und lasst euch überraschen. Übrigens, da ging es noch um eine Geschichte mit dem elektrisch verstellbaren Fahrersitz. Vielleicht interessiert das ja mal den einen oder anderen, was der denn so alles anstellt, wenn er es denn darf oder auch nicht. Also dann viel Spaß und übrigens nicht vergessen, diesen Kanal könnt ihr auch abonnieren. Und wenn ihr da aufs Glöckchen drückt, dann bekommt ihr auch immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Und ihr dürft mir auch gerne einen Daumen rauf da lassen für dieses und für alle anderen Videos natürlich auch. Und empfehlt diesen Kanal weiter, damit wir dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten knacken. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit diesem Video. Tschüss! Also ich sitze hier gut, ja. So würde ich sitzen können. Gehe ich mal eben nach hinten. Elektrisch fährt zurück. Fährt er immer wieder in die Position, die du zum Schluss eingestellt hast? Ja, ja. Also das ist ja, das kannst du also abspeichern. Ohne Speichern? Ja, wenn man zwischendurch nichts anderes ausgewählt hat, nimmt er die du vorher hattest. Okay. Du musst nicht drücken. Nee, nee. Der weiß, der letzte Fahrer, den nimmt er noch. Es sei denn, dann kommt ein anderer Fahrer. Das wäre dann halt die Nummer, die du da drücken ich musst. Ich muss meine Sitzposition, ne? Genau, ich muss mich als Fahrer 1 oder Fahrer 2 nach Einstellung. Wenn du da eine kleine Person drin hast und der fährt mit mal nach vorne, wobei du etwas größer bist, dann sitzt du ganz schnell am Lenkrad dran. Ja, und wichtig ist, dass man, der nimmt auch die Spiegeleinstellung dazu. Die nimmt er auch mit zu. Die nimmt er mit dazu. Das ist cool, ja. Und mal rückwärts fährt, machen ja manche auch ein bisschen runter, macht er glaube ich nicht. Weiß ich jetzt ja nicht. Ja, der fährt schon weg. Ne, der geht nicht runter zum Glück. Naja. Okay. So, aber. Jetzt willst du mal hingucken. Ah ja, der macht ja nicht. Also ich mach mal ohne, wenn ich nicht Zündung ausmache, bleibt der Sitz ja stehen. Wenn ich jetzt probieren will, wie er ist, wenn ich fahre, wenn ich jetzt ausmachen will, fährt er ja zurück. Vielleicht hast du das eben bei dir. Nee, wenn du die Tür zumachst, fährt er wieder nach vorne. Nicht, wenn der aus ist. Ich habe es ausprobiert. Das wäre falsch. Aber können wir nochmal probieren. Wäre ja Quatsch. Warum soll er das? Ja, die andere Überlegung ist natürlich, was passiert, wenn du normalerweise sehr bequem fährst und jetzt nimmst du mal jemanden, der steigt hinten ein und du machst vorne die Tür auf mit einer Fenster. Ja, der muss die Fenster hochnehmen. Das ist so. Macht mein Auto auch. Ist auch ein Kia. Ja, also die so Sicherheitsschuhe passen ja nicht unter den Sitz. Nee, ne? Nee, Sicherheitsschuhe aber nicht, aber normale Schuhe. Ich habe da nämlich auch schon Probleme gehabt, aber ich habe halt auch 47, von daher. Knapp, also wenn man das weiß, kann man einen Zentimeter anheben vorne, wäre nicht das Thema. Nein, also ich denke, man fährt ja normal, wenn man alleine fährt, bequem. Wenn man jemanden mitfährt, dann nimmt man eben ein bisschen Rücksicht und sagt, okay, fahren sitzen und ein Stück nach vorne, mache ich mal mein Auto ja auch. Ja, aber wie gesagt, hier sitzt ja, also ich sitze jetzt hier mit 1,83 vorne, gemütlich und ohne die Rückfahrautomatik, muss man natürlich messen, sitze ich jetzt hier ohne Kontakt. Aber das haben wir ja beim Jörn, nur der ist zwar klein, der Björn, aber Owe hat glaube ich auch schon drin gesessen in Frankreich. Owe hat ihn auch gefahren, genau. Und meint, es ist ein geiles Auto. Aber irgendwie hat der Björn, ich bin ja nicht so gut in Englisch, aber der mit den Füßen hat er mal irgendwas gezeigt. Ich glaube, beim Kona war das noch schlechter. Oder genau, beim Kona ist es noch schlechter. Da sitzt er sich richtig. Ich habe jetzt gedacht, es wäre mehr. Laut Video ist mehr. Ja. Vom Björn. Aber der Björn sitzt nicht ganz unten. Na, wahrscheinlich. Der sitzt ein bisschen, auch ein bisschen hoch. Ja, das hatte ich mir gerade eingestellt. So, wenn wir jetzt also losfahren. Ich habe jetzt Zündung angelassen. Wenn ich jetzt Zündung ausmache, müsste der Sitz zurückgehen. Beim Türöffnen. Beim Türöffnen, genau. Jetzt genau, vorher will ich aber hier nicht so. Jetzt geht der Sitz nach hinten. Jetzt steige ich aus, wenn ich jetzt zumache. Fährt er wieder nach vorne. Siehst du? Das ist neu. Was macht meiner nicht? Also mein. Also hier, haben sie doch ein bisschen weiter. Da haben sie überlegt, weil wenn ich zumache und habe da hinten was hinter dem Sitz stehen bei mir, nämlich wenn ich aussteige,
Dann wird er da hinten zusammengequetscht, gnadenlos. Wenn ich dann die Tür zu, kann ich es wenigstens wieder rausnehmen hinterm Sitz. Wenn ich da jetzt einen Koffer stehen habe oder meine Aktentasche. Ja. Die ist ja, also das ist neu. Das ist so die Überlegung, die ich halt hatte. Was, aber man kann es ja abstellen im Menü. Ja, zumindest genau. Beim Ioniq ging es, dass man es abstellen kann. Das Menü hier ist dermaßen umfangreich. Das ist was für... Ist das für Studierte. Ja, oder das ist, wie gesagt, die genau, ne? Er musert ja auch mal mit dem Schiebedach und ja, die Heckdür ist, oh, ist das so. Die habe ich zugemacht. Wo waren das Menü? Haben wir zu? Ja, das ist, glaube ich, ausgemacht. Ne? Also das ist ja hier in diesem... Das ist das Schönste, finde ich. Im Energieflus. Hier sind ja die ganzen Geschichten, ne? Fahrassistenz, Türen, Licht. Ja, Komfort, genau, unter Komfort müsste es, glaube ich, sein. Komfort-Einstieg, ja, Sitz, genau, Sitz. Ja. Also man kann... Spiegellicht, da hast du dann auch noch die achso, nee, das ist die, wenn du in die Nähe von Auto kommst, dass genau. Dann die Lampe angeht, ja. Kabellose Ladestation, ist ja auch geil, den schmeißen gut. Ja. Der hat ja wirklich... Licht beim Rückwärtsfahren, also das... Der wird hier vielleicht ein, zwei Rekuperierung. Ah, haben wir doch das Thema. Intelligent. So, dann habe ich, bis ich jetzt weiß, ist, dass man hier drei Stufen hat. Ja. Und hier den, beim Ziehen bis zum Stand kommt. So soll es wohl sein. Genau. Ja. Also wenn du gezogen hältst. Ja, genau. Und man sagt, also Bremsverschleiß ist relativ wenig. Die deswegen ist der Service ja auch am Weinen, wenn ich den sage, es kommen jetzt demnächst elektrische. Ja. Warnung bei Gefahr, ist klar. So, und das dann alles in zig Varianten. Spiegellicht hatten wir schon, Scheibenlicht, das ist klar, bei Rückwärtsgang. Der Heckwischer, ne? Ja, genau. Aber das kann man ja auch irgendwo, glaube ich, habe ich gesehen, testen. So, Sound ist Serviceintervall. Ich glaube, der hat noch, soll 30 bekommen, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht. Mhm. Der steht noch 15. Ab Werk. Ja. Also noch keine, ich sag mal, Angleichung an Tesla wird es nie geben. Das ist ja ganz klar, die haben ja auch keine Service-Leute, die warten. Aber die 15, das ist Schnee von gestern, das muss anders. Ja. Energieverbrauch, Verbrauchseinheit, Temperatureinheit, Einheit des Reifendrucks, ja. Zurück. Komfort. Hatten wir schon. Da ist ein Sitz drin. Ja. So, Sound und weitere. Batterie mit Akku laden. Ja, Akku, ne? Was stand? Batterie mit Akku laden. Ja, logisch. Dass Akku? Er sozusagen die 12-Volt-Batterie immer aufladen kann. Ach so, das macht er automatisch, ja genau. Es gab jetzt mal in einem Video vom Volk Mocker, fragte einer, kann ich mit meinem Elektro, wie auch immer, einem Verbrenner Starthilfe geben. Habe ich dann beantwortet. Mehr oder weniger habe ich dem Fock Mocker geschrieben. Ich sage, ja, was würdest du machen, wenn dein Soul EV nicht läuft? Ja. Da wohl hoffentlich nicht die Betriebsanleitung lesen. Das, sowas verdichtet man im Kofferraum. Ganz unten liest man das rein, weil da alles 80% Bullshit drin steht. Ja. Habe ich geschrieben, so, du nimmst einen Überbrückungskabel, holst dann den Polo deiner Frau, wenn solange du den noch hast. Nimmst ein Überbrückungskabel und startest das Auto damit. Und sobald dein Auto läuft, wird die Batterie von der Lithium-Ionen-Batterie geladen. Aber halt nur, wenn er läuft. Er braucht den Startstrom für die Instrumente und für den quasi Erregerstrom des Startens und so. Wenn er startet, die Kraft kommt aus der Batterie zum Starten. Aber nur in dem Moment bis zum Anspringen. Es gibt hier auch diese Tasten nicht. Es gibt bei dem PHEV, nee, beim normalen Niro, bei dem EV, bei dem normalen Hybrid, der hatte ja früher auch die Batterie im Kofferraum. Ja. Die zweite Generation hat das nicht mehr. Aha. Der hat gar keine mehr, also sichtbar. Okay. Haben die geschrieben, bei Kia damals, voriges Jahr im Frühjahr war das, dann haben die geschrieben, ja, die ist unter den Rücksitz gewandert. Wir haben hier Autos, wollen anspringen, geht nicht. Starten, Leute fangen an, die Batterie zu suchen. Die sitzt da hinten an meinem Tisch. Der Sitz geht nicht ab. KW, wo ist die Batterie? Ja, ich habe ich auch gelesen, unterm Sitz. Hier ist das Rundschreiben. Ja, aber da ist nicht, guck mal. Ja. Der Meister kommt, war auf Schulung. Haben sie Finger weg, Akku, ne? Knopf gedrückt.
Der hat einen Knopf hier. Ja. In dem Moment drückst du drauf, dann kriegt der Strom von dem Lithium-Ionen-Batterie zum Start, in die Startbatterie und schon runter an. Okay. Die Batterie ist integriert irgendwo für den Kunden und Verbraucher und Werkstatt unsichtbar. Ja. Aber die Hinweise von hier war damals erst unterm Rücksitzung. Die fangen an, die Bank auszubauen und finden nichts. Das hat er hier nicht mehr. Also wenn der die Batterie zum Starten leer hat. Ja gut, läuft alles über Menü hier. Hat er, dann musst du Starthilfe geben. Dann hast du ein Problem, ja. Ja, aber der hat ja noch normale Batterie. Ich glaube, da hinten die Batterie drin, müssen wir gleich mal gucken. Nee, der hat auch nicht, nur noch den Fahrakku. Dann müsste vorne die Batterie sein, oder? Hier die Batterie. Genau, das ist die 12 Volt. Zum Starten und zum Bordnetz, Radio etc., Video, Navi und zum Aktivieren dann des Hochvoltsystems nach Schlüsselstart, also nach Knopfdruck. Ja. Solange ich das nicht eingeschaltet habe, die Zündung, quasi Zündung, habe ich ja auch keine Verbindung, auch keine Spannung auf den Geschichten. Kann also die Batterie ganz normal auch zum Beispiel Starthilfe geben, um auf dem Video vom Fock Mocker zu hinzuweisen. Natürlich, ob ich jetzt erst Plus oder erst Minus mache, das ist eine Glaubensfrage. Wenn ich mich mal wirklich vertun sollte, massiv, gibt es hier eine Sicherung. Ja. Kann nichts falsch machen. Seit 10 ungefähr Jahren gibt es am Pluspol eine Sicherung. Und wenn man das nicht weiß, kann man auch schnell mal seine Batterie wechseln und geht immer noch nicht. Dann schaut man mal, aha, denn so tot wie hier ist genau wie abgeklemmt. Also kann man auch beim Verpolen, wenn man eine Starthilfe gibt, dann kann man nichts falsch. Du fängst mit Plus an, weil wenn du dann mit dem anderen Kabel wogegen kommst, ist es eh Masse. Wenn du aber erst Masse ranmachst und dann mit dem Pluskabel falsch rankommst, dann hast du die Arschkarte gezogen. Erst Plus, ja, aber an welcher Seite, sagt man? Einer sagt an der Strom abgebenden Batterie. Ach so, war alles Bullshit. Fahren wir darüber, ja. Dann können wir weitermachen da, oder? Ja, können wir machen. Fangen wir an, ja. Jetzt bereit zum Losfahren. Ja. Fahren wir doch. Und er fährt. Aber er kriecht auch, ne? Achso, mal hier rumfahren, oder? Das ist natürlich praktisch mitten im Laden mit dem Auto fahren, ne? Wo kann man das schon beim Einkaufen? Man könnte jetzt den hier auch noch für vorne aktivieren, ne? Vorne müsste eigentlich immer gehen. Nee. Nur wenn du beim Rangieren vorher im Rückwärtsgang warst. Genau. Jetzt ist er beleidigt. Schnell oder was? Bim, bim, bim. Das Geschnurps, das finde ich immer schön. Ja. So, das passt doch. Neben dem Soul EV. Hervorragend. Da steht ein Evi? Nein, das ist kein Evi. Ich will das ja nicht für mich machen. Ich bin einfach begeistert und denke, wer kann das denn rausbringen? Ich habe keine Ahnung von Videos. Ja. Also habe ich gedacht, wen schreibst du an? Ach, da ist das so ein ganz ruhiger. Der muss irgendwie in Spandau wohnen. Da habe ich mal mit die Kritik. Kannst du das auch mal anschreiben? Deswegen bin ich so ruhig, weil ich in Spandau lebe. Oder? Nein, aber dass du ruhig warst und Berlin. Ja. Ich habe mich manchmal immer gedacht, was ist das denn für einer? Aber ich habe ja nicht immer die Videos, ich gucke schon lange. Und da denke ich, Moment. Mach das jetzt einfach mal mit beiden. Vor allen Dingen dieses. Nee, es wird nichts. Diese, du kannst ja, du bist ja, du kannst Fragen machen, tun. Ich halte das mal so. Die Gewöhnungen, läuft das jetzt? Ja, läuft schon. Die Gewöhnungen, also diese Zurückhaltung, die ist bei dir ja auch extrem, muss ich ja sagen, auch positiv. Wie du die Erlkönig-Bilder vom Soul, nicht die Bilder gezeigt hast, ne? Nicht gezeigt, sondern eher eine Skizze gemacht. Ja. Ist das so schlimm, wenn ich mal da Bilder zeigt? Wenn darf man, damit man da echt bei mir. Ja gut, aber verlinken. Ist vielleicht bei dir auch was anderes, weil du mit denen ja eh einen Deal hast. Wobei, ne, die sind ja von der Presseagentur gewesen. Ich habe mit denen keinen Verlag, ne? Ich sag mal, ich bin Kia-Händler, da habe ich das auch angestellt. Aber bin ich ja nicht, ich bin ja freiberuflich. Aber ich dachte, Moment, jetzt gibt's die Bilder und der macht da Zeichnungen von dem Ding, ist der Wahnsinn. Deswegen hat die nämlich die Amerikanerin, die auch in Neuseeland die Sendung macht, wie heißt die denn nochmal? Ich komme nicht. Irgendwas mit gut Dingsbums. Die hat nämlich auch gesagt, sie würde gerne die Bilder zeigen, aber sie darf es nicht, weil die müsste sie Strafe zahlen.
Und da hat sie keinen Bock drauf. Die sind, also, oder, beziehungsweise aber, müsste halt die sich einkaufen sozusagen, und das wäre ihr zu teuer. Und sie hat halt nur den Link gegeben, wo die drauf sind, und das fand ich halt schon mal ganz gut. Ist eigentlich verständlich, wenn man sagt, okay, da jagt einer legt sich da tagelang auf die Lauer und hat dann irgendwann den Erlkönig und den darf jeder bringen. Das ist natürlich auch nicht die nicht der Bringer. Das, die wollen das, das ja nicht so toll, Kosten haben. Ich habe auch keine Ahnung, was sowas kosten würde. Ne? Ein Schweinegeld. Aber das war schon... Ja, so bin ich auf dich gekommen, also aufmerksam geworden. Ich denke, hoch, wer macht das? Was machst du eigentlich so? Ich bin freiberuflich, kümmere ich mich um E-Mobilität. Hauptsächlich Kia, Hyundai, aber hauptsächlich Kia, weil ich hier in dem Autohaus auch beschäftigt war. Mhm. Wer also irgendwas von Kia Elektromobilität wissen will oder auch Plug-in-Hybrid und so etwas, kann mich anschreiben, mache ich Beratung. Und im Moment ist es interessant, in Berlin für mich die Gewerbekunden zu akquirieren, weil da gibt es eine extra Berlin-Förderung, also sogenannte Ramona-Prämie habe ich genannt, vom Senat. Ja, das Wort kannst du googeln, kommt sogar. Ja. Also ich bin erstmal die Leute beraten und die Fragen beantworten, weil die Verkäufer ja meistens nicht die Zeit dafür haben und sich um Verbrenner kümmern müssen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das freiberuflich, vermittle dann auch die Autos, also kaufen kann man die bei mir, über mich, dann über das Autohaus. Da bin ich also, habe ich also eine Agentur. Und vor allen Dingen erstmal die Leute informieren, ohne gleich mit dem Verkaufsdruck. Ja. Da finde ich das Wichtigste, was ist das Fahrprofil? Das muss man erstmal analysieren. Geht da ein Elektro? Und wenn ja, welcher geht? Dann ist die Frage der Größe. Und wenn die auch noch passt, bleibt nur noch die Lieferzeit. Und hier bei dem Auto haben wir jetzt, wenn wir den in den nächsten paar Tagen oder Wochen bestellen, per heute hätten wir eine Lieferzeit bis 21. kW. Also sprich Mitte April wäre der da, wenn man heute eingibt. Also nicht so, dass man sagt, man gibt keine und nächstes Jahr erst. Mhm. Wie lange die Lieferzeit so ist, wissen wir nicht. Wir haben aber eben im System geguckt, bei heute Eingabe, drei Farben, schwarz, weiß und ich glaube, das Blau, weiß nicht genau, wäre mit dem großen Akku, war aber nur ein Beispiel, wo wir geguckt haben, wäre 21 kW da. Mhm. Also dieses Jahr fahren ist easy. Wenn man jetzt bis Sommer wartet und vielleicht eine Variante aussucht, die vielleicht dann nicht so viel ist, im Moment gibt es noch keine Bestätigungen, aber unverbindlich Lieferwoche 21 kW. Das ist doch schon. Also man kann. Also momentan kursiert ja schon Lieferzeit 10 Monate. Ne? Und also ganz gut. Es kursieren auch viele Sprüche von Kia-Händlern oder von Verkäufern, aber das ist jetzt kein Vorwurf an die Verkäufer, die haben einfach nicht Zeit, nicht darum, sich zu kümmern. Ja. Die sagen ja, es gibt, man kann nicht bestellen, wir haben noch keine Preise, wir haben noch keine Einkaufspreise. Die Konditionen sind vom, ich glaube, Ende Dezember, da gab es die Händlerkonditionen. Hm. Von da an kann man verkaufen, dass es noch keine Förderung für Gewerbekunden gibt und Taxi und sowas. Das wird alles kommen im Laufe des Jahres, je nach Verfügbarkeit natürlich auch. Aber es gab die Preisliste ja schon, die haben wir ja schon veröffentlicht. Die haben wir bei mir auf der Homepage auch zum Downloaden. Der Fehler ist übrigens in der echten, die wir eben bekommen haben. Ist ja heute live gekommen, die echte. Ist der noch drin? Lederschalten noch gibt es da immer noch. Na gut, den haben wir hier nicht, weil wir vielleicht haben. Vielleicht meint man das Leder hier unten drunter. Ja, aber die ist ja die Preis ist die, ja Eviro. Die Kulisse halt, ne? Ja, also da wird noch Lederschalten aufgeschrieben, der Fehler ist drin in der Preisliste. Aber die ist ja schon ein paar Wochen auf dem Markt und natürlich gab es noch keine Konditionen. Das lag daran, dass Kia erst in Deutschland mit allen Kia-Händlern die Abkommen schließen musste oder wollte, um EV zu verkaufen. Es ist ja so, dass die EVs beim Soul nur über bestimmte Händler verkauft wurden, die eine extra Händlervertragsergänzung hatten und auch entsprechende Investitionen tätigen mussten. Zum Beispiel so ein, ich sag mal, Supercharger, die Größenordnung hat so einen Teil für die Werkstatt, Kostenpunkt knappe 10.000 Euro. Du brauchst zwei Werkstattleute, die Schulung machen, Elektroschulung, um den Soul gut reparieren zu können. Aber verkaufen und reparieren ist ja bei den meisten größeren noch gleich. Mhm. Deswegen gab es auch wenige in Deutschland, die den Soul direkt angeboten haben. Der Fock Mocker hat, glaube ich, einen gefunden, wo da war es so, da hat er den. Aber manche sagen, mein Kia-Händler weiß das gar nicht. Ja. Beim Soul waren es, ich glaube, an die 150 in Deutschland nur, von den 300 Händlern, die es gibt, mit 500 Standorten. Und man hat jetzt als Kia das Ziel rausgegeben, alle sollen die neuen E-Serie verkaufen. Wie viel Quote, wie viel Prozent unterschrieben haben, weiß ich jetzt nicht. Aber diese Verhandlungen liefen halt bis Ende Dezember. Mhm. Deswegen kamen dann auch erst die Konditionen raus. Kia will jetzt
iSoul und iNiro über alle verkaufen. Aber es muss halt ein Invest her. Und wenn ich kann auch Händler verstehen, die sagen, ich muss hier 15.000 Euro jetzt ausgeben, habe vielleicht, je nach Hören sagen, 3 Autos für dieses Jahr, Schulungskosten für die Werkstatt, Mitarbeiter, 2-3 Schulen, einen Verkäufer am besten spezialisieren. Wann soll ich das rauskriegen? Bei geringer Verfügbarkeit. Gut, es ist eine Durchstrecke. Elektro müssen wir uns auf Lieferzeiten an Lieferzeiten gewöhnen. Aber in 2 Jahren redet, glaube ich, keiner mehr von langer Lieferzeit. Aber wie gesagt, jetzt zum Sommer fährt man gemütlich. April lieferbar, wenn man diese Woche bestellt oder nächste Woche noch. Aber man hat jetzt noch keine, man hat immer jetzt die verbindliche Lieferwoche, wenn er produziert ist. Ja. Und nach dem Produktionseinplanung von Kia Deutschland, die kriegen also immer ein Produktionsfenster, wann die eingeben können. Und das ist im Moment offen, deswegen kommen auch jetzt heute nach Bestellungen. Am nächsten Tag steht da drin mit Lieferwoche. Unverbindlich, wenn das Schiff keinen Gegenwind hat und so, aber. Genau. Und man hat ja auch gesagt, der iSoul soll mit eingeführt werden im April gleichzeitig. Da haben wir aber noch keine Daten von. Also wer was wissen will, schreibt mir eine E-Mail und kriegt ausführlich Antwort. Ja. Gar keine Frage. Wo findet man dich, wenn man dich finden will? Wo? Im Internet. Im Internet. Also www.imobilitätsberatung-berlin.de. Ja. Und dann hat man da eine Homepage mit ein bisschen was Informationen. Und dann gibt es auch ein Kontaktformular oder man schreibt direkt eine Mail. Aber auch gut, man kann da gucken, was gibt es da. Die kann man ja auch irgendwo einblenden in deinen Kontext oder in deinen. Genau. Und ansonsten bist du hier beim Autohaus Dinivier? Ich bin hier als Agentur verbandelt, war hier Verkäufer bis Sommer 18. Und habe mich hier auch schon um die E-Mobilität gekümmert. Aber da hier nun auch in Berlin diese ganze Dieselgeschichte weniger geworden ist, wollte ich diese ganzen Dieselnerven nicht mehr so unbedingt jeden Tag haben. Und dann macht es okay, denke ich, kümmerst du dich mal nur um, versuchst du mal um alternative Antriebe dich zu kümmern. Und es gibt ja schließlich in der Dinibir-Gruppe gibt es ja auch andere Modelle, also Street-Scooter oder iPace. Aber ich habe auch Kontakte zu anderen Verkäufern in Hyundai-Betrieben oder sonst wo. Und nächstes Jahr kommt von Kia der Wasserstoff, vergleichbar mit dem Nexo. Also alternative Antrieben ist für mich interessant. Ich bin zwar schon etwas älter, aber das alles Neue macht mir Spaß. Ja. Und hier habe ich halt einen guten Deal gemacht mit denen. Ich kann also Autos nutzen zum Zeigen, zum Probefahren. Man kann auch demnächst, also nach der übernächste Woche, können wir Probefahrten vereinbaren mit dem iNiro. Auch längere Zeit. Also Stunden, nicht über Nacht, aber schon so. Also E-Mail schreiben, ich antworte immer. Ich melde mich schon mal an. Ja, gut. Ja, machen wir einen Termin, sobald der zugelassen ist. Nach dem Wochenende, wo jetzt nächste Wochenende ist ja hier angrillen, also Festivitäten kann man ja vorbeikommen. Gibt es ja auch in der entsprechenden Homepage. Ja. Danach können wir Termine machen für sowas. Dann machen wir das nächste Video mit dem Probefahren. Genau, machen wir. Genau, also es geht weiter. Ja. Wie ist so das abgasfrei. Gefühl, genau, abgasfrei. Wie ist so das Gefühl jetzt mit der neuen Generation von Elektroauto nach dem Kia Soul EV, der ja gerade mal, sag ich mal, mit 30 Kilowattstunden und so ein bisschen Schrankwanddesign nicht gerade der Burner von der Reichweite. Also er ist schon gut. Wir kennen ja einige jetzt so auch in der Community, die gut 200 Kilometer weit mitkommen. Im Sommer, ja. Aber hier reden wir jetzt schon von 450, Stadtverkehr sogar mit dem großen Akku bis zu 650 Kilometer. Ne? Durch die Rekuperierung ist er natürlich in der Stadt nochmal am besten. Und die Rekuperierung haben wir hier, diese 3 Stufen an der rechten Seite. Stellt man sich ein oder man macht vorher ein Menü auf automatisch und der linke Hebel ist ja zum Abbremsen bis zum Stand, solange man ihn festhält. Genau. Und das andere stellt man sich die Stufen ein. Ja, die Entwicklung bei Kia ist, die könnten schneller sein, weil sie haben das ja schon 3 oder 4 Jahre. Der Soul wurde, warum der Soul jetzt genommen wurde, wahrscheinlich weil die Bodengruppe am besten passte. Der Soul ist ja sowieso ein Eyecatcher, ob nun Benzin oder Diesel. Ja. Ich war bei der Soul-Vorstellung, die war Deutschland, damals hier in Berlin, da war ich dann noch in meiner alten Heimat, also Rheinland, das hört man ja. Da war ich ja Kia-Händler und da war die Soul-Premiere-Vorstellung in Berlin. Da haben wir gedacht, wir haben die ganze Nacht uns kaputt gelacht über das Auto. Ja. Wie das aussieht, kann ja kein Mensch kaufen. Ja. Er hat sich gut entwickelt. Ja. Und dann kam die Variante Elektro dazu.
passte dazu. Und jetzt wird er ja etwas abgeflacht, aber auch wenig. Also das Design ist immer noch besonders, auch beim neuen E-Soul. Also ich finde den neuen, wenn ich das so einschmeißen darf, vom Design her sogar noch interessanter von vorne. Ja. Das Heck gefällt mir nicht so toll mit dieser rumgehenden Rückleuchte. Sowas gab es schon mal vor etlichen Jahren von einem preiswerteren Anbieter, sage ich mal. Das wirkt so ein bisschen billiger. Aber ansonsten, das, was ich bisher gesehen habe, ähnelt ja auch von der Inneneinrichtung hier mit dem Wahlhebel und oder Wahlschalter. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Du kriegst halt das gleiche Bauteil wieder eingebaut. Ne? Das nehmen die aus dem Regal und fertig. Ne? Wenn das einmal funktioniert, dann passt das auch. Diese ganzen Lenkräder und die Lenkradschalter. Ja. Aber wie siehst du das jetzt bei dem Soul, wenn der jetzt rauskommt? Den soll es ja in Europa nur noch als EV geben, nicht mehr als Verbrenner. In Amerika wird noch beides verkauft, weil die würden sich selbst ins Knie schießen, wenn sie da nicht mal den Verbrenner verkaufen würden. Ne? Die werden auch, das wird in Deutschland, die Stückzahlen sind natürlich das Problem. Der ist hier, überraschend in der Großstadt, ist der Soul hier gut gelaufen, Benzin und Diesel. Ja. Diesel natürlich nur bis, ich sag mal, Frühjahr 17, wo dann das Urteil in Leipzig kam. Von da an wurde dann richtig interessant hier. Aber für die Welt gibt es ja Märkte, die fahren Verbrenner und wenn sie den nicht gar nicht mehr anbieten als Verbrenner, würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Ja. Die Bodengruppe, er wird ja, ich weiß nicht genau, ob es eine neue Entwicklung ist, Bodengruppe oder nicht, keine Ahnung im Moment, aber er war ja für alle Antriebe tauglich und Europa, zum Glück haben wir zwei, dann haben wir sagen, okay, wir haben ja genug Modelle, wir haben einen kleinen SUV als Stonic. Dann haben wir den größeren Sportage, darüber den Sorento. Also SUV-mäßig haben wir genug, höher sitzen. Und wenn wir hier haben, so eine mittlere Höhe, ist ja auch hier kein SUV, das ist ja mehr ein Crossover. Also Sitzposition ein bisschen höher, elektrischer Antrieb oder hier halt alle Antriebe, außer Diesel. Und der Soul EV oder E-Soul. Die Stückzahlen, die kommen werden, also die angeboten werden, denke ich, werden verkauft werden können. Wenn sie nicht alles nach Tageslassung nach Norwegen verschicken und an der Hand verkaufen. Das ist ja momentan so, wenn ich jetzt in Berlin sehe, dass da irgendwo ein Zoll rumfährt, das ist ein Verbrenner. EVs habe ich hier, glaube ich, erst zwei Stück gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, so auf der Straße, weil es gibt halt sehr wenige, die halt wirklich hier verkauft wurden, weil du hast ja auch schon angesprochen, die meisten gehen oder sind nach Norwegen gegangen. Jetzt kenne ich jemanden, mit dem ich letztes Jahr hier auf der E-Mobility-Parade mitfahren durfte. Ja. Der hat sein Zoll, ist einfach zum Händler hingegangen, hat gesagt, er hätte gern einen und der hat nachgeguckt und meinte, ja, da gibt's noch einen, der wurde nicht nach Norwegen verschifft, der steht jetzt hier rum, den könnte er haben, so sinngemäß jetzt. Ne? Ja, das mit Norwegen ist weit verbreitet, aber bewiesen hat es nie einer. Man vermutet das. Es wird auch so sein, weil die Stückzahlen, die zugelassen wurden, habe ich auf der Straße auch nicht gesehen. In Berlin, also wir haben hier, du hast zwei gesehen, also im Jahr an E-Soul, die wurden schon so um die 10 verkauft hier. Ja. Nur wir hatten über das letzte Jahr immer 6 Monate oder mehr Lieferzeit bei Kia. Ja. Das wurde nie anders. Vorführwagen hatten wir, haben wir im Moment auch in Soul, also natürlich das alte Modell, klar. Mhm. Mit dem Norwegen ist es eigentlich Tageszulassung und dann hat irgendwer hat sie verkauft. Richtig war das nicht, es gibt keine Beweise, aber man vermutete, die Stückzahlen, die zugelassen wurden, sind nicht auf den Straßen. Da muss ich dir recht geben. Das hätte mehr aufgehört. Aber der Soul an sich ist in Berlin gut gelaufen. Genau. Und da habe ich jetzt natürlich so ein bisschen den Gedanken, also wir sind ja eher so für die Elektromobilität, aber der Kia Soul hat sich ja hier mehr verkauft mit dem Verbrennermotor und jetzt gibt es den nicht mehr als Verbrenner. Wird das ein Nachteil sein für Kia jetzt, also für den Soul speziell, oder wird man sagen, könnte da mehr Leute rüberziehen zum Elektromobil, zumal der die gleiche Technik drin hat, wenn der 64 Kilowattstunden drin hat, dann kommen wir da auch, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber irgendwie so rund 500 Kilometer waren das da irgendwie 480 stand, glaube ich, auf den besagten Bildern, die wir gerade mal so erwähnt haben, die man nicht veröffentlichen durfte. Im Display. Da stand es ja drin, wenn man es hochgerechnet hat, waren es, glaube ich, 480 Kilometer, wenn ich das richtig im Kopf habe noch. Das ist ja schon mal eine Strecke, ne? Die Reichweite wird, ich sag mal, analog von dem e-Niro werden, ein bisschen weniger in dem WRTP-Test, denke ich mal, weil das ist die gleiche Technik. Ja. Und ob der jetzt genug Stückzahlen ob genug Stückzahlen zugelassen werden, ich sag mal, es liegt eher daran, genug zu kriegen. Ja. Wir haben natürlich, seitdem die Mitteilung kam im Sommer 18, dass der Soul ausläuft als Diesel und Benzin, dann gab es noch
aufgrund der Dieselgates gab es dann nur noch Benziner, die Kunden wollten. Mhm. Dann gab es den Turbo mit Automatik, die wollten, dass wir die Stadt haben, aber der Turbo hat 205 PS. Naja, ich will aber keinen Schalthebel. Gut, nehme ich den. Sondern in der Stadt mit 205 PS Turbo, ja, weil es eine einzige Automatik war. Und den, ja, Diesel gab es als Automatik. Ja. Das war früher ein Selbstläufer, also, ja, in kleinen Stückzahlen. Natürlich, wann er die Stückzahlen, die möglichen Stückzahlen auf die Straße kommen können, liegt daran, wann wird er geliefert. Ja, aber das ist ja auch der Witz. Beim Verbrenner haben sie gesagt, was brauchst du, so ein PS-starkes Auto, ne? Und jetzt kommen die Elektroautos an und haben im Endeffekt, sage ich mal, die gleiche Leistung mit 204 PS, jetzt hier in dem Fall bei dem Niro. Ja. Und haben aber ein bombastisches Drehmoment von 395 Newton, egal ob du jetzt den kleinen Motor drin hast oder den großen. Ne? Das braucht irgendwie keiner, ne? Nee, das braucht eigentlich, in der Stadt braucht es keiner, sei denn du möchtest irgendwie den Asphalt aufreißen oder so, denn vielleicht schon, aber ansonsten. Aber die Autos haben es und trotzdem wollen die Leute sie nicht kaufen teilweise, ne? Ja, die wollen sie nicht kaufen, weil sie einfach, weil die noch keine genauso viel Informationen kriegen wie jetzt über andere Modelle. Sprich, die Verkäufer haben noch nicht oft das Wissen oder noch nicht, sind nicht so engagiert, weil sie einfach sagen, okay, da kommt irgendwann was in ganz homöopathischen Dosen. Mhm. Da mache ich mich jetzt nicht eine Stunde Zeit und nehme mir nicht eine Stunde Zeit und setze mich hin und erkläre den Leuten, dann ich kann das sowieso nicht verkaufen, das Auto kommt ja noch gar nicht. Ja. Jetzt sagt man, ja, aber achte drauf, mach nicht zu viel Werbung und kommen nur 1.000. Ja. Lass mir erstmal die 1.000 Verträge schreiben. Ob dann noch 2.000 kommen, sei dahingestellt. Wenn man es ein bisschen warten muss, bei Tesla, ja, warten sie auf die Model 3 2 Jahre nach Vorstellung und haben bestellt oder quasi bestellt. Ja. Solange wird es nicht dauern, nur anbieten und im Überfluss in jeder Ecke rumstehen, das wird sicherlich noch 2 Jahre dauern, wenn nicht länger. Ja. Also wie viel Stück verkauft werden, richtet sich im Moment nicht nach der Nachfrage, sondern eher nach dem, was geliefert wird. Mhm. Der Soul, also der Niro hier, wo wir drin sitzen, den haben wir hier im Haus. Gut, ich habe die verstärkt verkauft, die Hybrid- und Plug-in-Hybride. Wir hatten hier als zweitbeste Stückzahl war in dem ganzen Autohaus, in der Gruppe, oder eher in dem Autohaus, war der Niro EV oder Plug-in-Hybrid. Ja. Der war manchmal in Monaten mehr wie der Seed, obwohl, mhm, eine Variante, und der Seed gibt es in 4 Varianten, Kombi, 5-Türer, 3-Türer gab es. Also der lief schon ganz gut. Ja. Manche hatten Angst vor dem Stecker. Die nehmen lieber einen, der von selber lädt. Das ist ja auch ein Vollhybrid, ich sage ja. Ja. Alles gut. Ja. Voll dabei. Voll dabei. Die liefen einfach ganz gut. Auch hier, das ist also immer auch auf Vorführwagen da gewesen an Plug-in-Hybriden. Ja. Aber manche hatten schon, deswegen ist es immer noch ein bisschen schwierig, die Verbreitung einzuschätzen. Manche haben Sorgen, ich muss irgendwo eine Steckdose haben. Ich sage, jedes, wo Sie Ihr Handy laden am Café, wechseln Sie Ihr Café, nehmen Sie ein Café mit Außenanschluss Steckdose. Ja, nicht fürs Handy, fürs Auto. Ja. Geht. Es wird nicht schnell voll, aber wer kommt nach Hause? Ja, ist ja auch schon mehrfach berichtet worden, von wegen man bleibt nicht liegen. Man findet immer irgendwo eine Steckdose, wo man sein E-Auto aufladen kann. Und das ist, glaube ich, nicht mehr das Problem. Das Problem ist eher so für die Leute, die halt, sag ich mal, so wie wir jetzt hier in einer Großstadt leben, die ihr Auto zu Hause eigentlich nur an der öffentlichen Ladesäule aufladen können, die dann teilweise auch nicht funktioniert oder zugepackt ist, weil sie keine Schilder haben. Das ist jetzt wieder ein anderes, ja, Thema, aber, ja, das ist, glaube ich, so das Problem, was die Leute sehen. Sie sehen es aber auch nicht ein, dass man sich dann mit dem Verbrenner da nicht hinstellen darf. Ne? Ja, die Thematik mit Ladesäulen zuparken ist eine. Ich war jetzt Dienstag war es, in Prenzlauer Berg, da gibt es am Helmholtzplatz gibt es eine, mhm, Doppelladesäule. Ich habe mich mit einem Bekannten da getroffen, vom Ministerium, ein bisschen was zu quatschen. Beim Vorbeigehen standen da 2 Verbrenner. Als wir zurückkamen, ja, nach 2 Stunden, standen 2 BMW i3. Einer eingesteckt, Beladung beendet. Ja. Der andere hat da nicht mal ein Kabel dran. Ja. Also jetzt war der Verbrenner, es war zwar kein Verbrenner, aber, ja, vorher Verbrenner zugeparkt oder nicht ladende EVs. Genau, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Ja. Da oder muss noch dass mehr ich kommen, dann halt Hybridfahrzeuge hinstellen, also Vollhybride ohne, also jetzt nicht die Plug-in-Hybride. Den sieht man und das ja die, fast gar nicht an. Die stellen sich da hin und die haben noch nicht mal einen Anschluss, die können ja gar nicht stecken. Nee, ne? Nee, also, und das finde ich dann, also wenn ich schon ökologisch fahren will oder halt elektrisch, dann stelle ich nicht die Ladesäule voll oder Mods nicht rum von wegen, ja, was sollen die Elektroautos? Ja, aber wenn man in Berlin einen Parkplatz sucht, ist man schneller geneigt als in anderen Gegenden oder ländlichen Gegenden, diese 2 einzigen freien Parkplätze zu nutzen. Das machen die ja. Vorschriften in Berlin. Aber, ja. Wir sind ja hier nicht, ja, ja, in einem anderen Stadt, wir sind hier in Berlin. Ja.
Noch eine andere Frage, Gebrauchtwagenmarkt. Jetzt haben wir den alten Zoll, der hier auch noch rumsteht. Was heißt rumsteht, der halt draußen steht als Vorführwagen? Ne? Ja. Wie siehst du das jetzt, wenn jetzt jetzt die neue Generation rauskommt vom Soul EV? Wie siehst du in das auf dem Gebrauchtwagenmarkt? Nee, so generell, wie schätzt du das ein? Ja, es gibt handverlesene Stückzahlen. Es gibt, ist ja nichts am Markt. Ja. Die Preise werden relativ stabil sein. Es wird ein privat inserieren, aber das sind ja wenige. Es gibt ja nur, letztens habe ich mal einen gesehen im Film, der hatte so 3, 4, 5 gefunden. Also, da es die nicht so lange gibt als elektrische, wird jetzt durch das neue Soul EV, werden nicht mehr auf dem Gebrauchtwagenmarkt auftauchen. Nee. Der ein oder andere, der seinen Soul jetzt verkauft, das sind ganz an der Hand abzählen, denke ich. Also das gehst auch eher davon aus, dass die Preise erstmal so bleiben werden. Was mir noch aufgefallen ist bei Gebrauchtwagen, ich meine, du beschäftigst dich ja auch mit dem Markt, auch von der anderen Seite her, du siehst einen Gebrauchtwagen jetzt irgendwo in der Bucht da rumstehen, auf der Seite, und denkst, oh, warum ist denn der so teuer? Der hat doch da eine Umweltprämie für gekriegt. Die streichen die Leute ein und verkaufen den Wagen dann noch teurer, als die Liste es eigentlich hergibt, als Neuwagen, und dabei ist der Wagen schon ein Jahr alt. Das ist mir noch nicht so aufgefallen, aber wenn sie einen Abnehmer finden, ich sag mal, gut, eine Prämie, diese Dieselprämie meinst du jetzt? Nee, oder die Umweltprämie. Du kriegst ja die Umweltprämie 4.000 Euro, also 2.000 vom Hersteller und 2.000 vom Bund. Ja, du meinst jetzt beim Soul oder bei einem Niro? Beim EV halt generell. Ne, also wenn du kannst jetzt den Soul EV nehmen, du kannst aber, ich habe es jetzt gerade beim Ioniq gesehen, sehr stark, die verkaufen den Wagen teilweise über einen Neuwagenpreis, obwohl das Ding schon ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist. Ne? Da würde ich ja dann, wenn er ein halbes Jahr alt ist, kann man ihn ja noch fast in der Abnutzung, sagen wir mal, mit einem Neuwagen oder kurz Jungwagen vergleichen. Und wenn die Nachfrage relativ hoch ist, wenn auch nicht euphorisch, aber wenn ich über ein Jahr Lieferzeit überall gesagt kriege, dann nehme ich das Ding, wann ein paar Monate alt ist. Unsere Vorführwagen beim E-Niro, beim Plug-in-Niro, haben wir allerdings auch also nicht für Brutto verkauft. Ne? Ich hörte mal zwei dazu. Ja. Also es gibt Nachlass, es gibt Verhandlungsmöglichkeiten, auch beim E-Niro. Nur man muss sich klar sein, wenn ich nicht weiß, ob ich genug kriege, werde ich es nicht verschenken, nur um einen Vertrag zu schreiben. Ne? Es gibt Förderung für Berlin, wie ich eben schon sagte, die Gewerbeförderung. Also die Gewerbekunden kriegen im Moment eine gute Förderung. Die könnten das Auto auch sofort mit einem guten Nachlass kaufen. Und die müssen natürlich auch ein Jahr fahren oder ein halbes Haltedauer. Aber wenn die Ioniqs fast zum Neupreis angeboten werden, wenn es einer abkauft, an sich ist es ungewöhnlich. Also es gibt ja auch immer, weil die sagen, okay, die wissen, es gibt auch noch bei normaler Verfügbarkeit gibt es einen gewissen Kundenrabatt. Ja. Dann gibt es die 2 und 2, also 4.000 BAFA-Anteile. Dann hat er auch noch vielleicht, wenn er Gewerbekunde ist, hat er einen Gewerbepreis gekriegt. Ansonsten das werden vielleicht Einzelfälle sein, die das versuchen. Es hat auch Tesla Reservierungscodes für 1.000 oder 2.000 Euro, hat ja einer versucht zu versteigern, bei Mobil habe ich gesehen, kurzfristig. Ja. Ja, wer das dann gekauft hat und eine Woche später frei konfigurieren durfte, dem kann man dann auch nicht helfen. Ne? Nee. Ja, aber im Endeffekt, du hast ja auch mehr oder weniger damit ausgedrückt, beim Elektroauto gibt es keinen Verschleiß oder sehr wenig halt. Ne? Einzige, was du großartig abnutzen kannst, sind die Reifen. Also Reifen, ganz normal. Ich denke eher, es ist ein Problem, die Bremsen, dass sie nicht einrosten. Ja. Man sollte also öfter noch mal die Bremsen auf Abnutzung fahren, weil Flugrost bildet sich auch, wenn der Belag nicht stimmt. Genau. Durch Bremsen werden die frei. Ja. Und das ist eher eine Sache, deswegen ist auch die Wartung bei Kia noch nicht so wie bei Tesla, dass man da nicht hin muss. Die Wartungsintervalle sind im Moment noch an Benziner angekoppelt, was natürlich ein sehr, sehr kurz ist. Ich weiß nicht, wann es sich ändert. Im Moment haben die leider noch 15.000 jährlich. Was machen die da dran? Ja, gucken, ob die Bremsen freigängig sind, lesen den Akku aus und lesen den Speicher aus und. Die Werkstattleute, die ich ja hier nun auch engen Kontakt mit habe, die sagen, Bremsen, die backen fest demnächst. Verschleiß ist nicht mehr, die tauschen mal wegen Verrosten. Ja. Also öfters auf N, egal was irgendeine Anleitung sagt, und bremsen. Einmal richtig bremsen. Und bremsen. Fahrzeugbremsen. Kannst du auch Segeln nehmen. Ja. Hast den gleichen Effekt. Und dann bremsen. Also Rekuperation raus. Denn die Bremsscheibe wird nur blank vom Bremsbelag. Genau. Man setzt sich ja nicht am Wochenende hin und fängt an zu schleifen oder nimmt Wasserschleifpapier. Also Verschleiß, ich sag mal, Radlager sind keine anderen drin, wie in anderen Autos auch. Ja. Ansonsten bewegliche Teile, ja,
viel mehr ist ja wirklich nicht. Ne? Die ganze Auspuffgeschichte und so. Also die Werkstatt freut sich nicht. Wir sind da nicht begeistert, aber das wird natürlich nicht von heute auf morgen. Sind ja nicht alle Verbrenner vom Markt. Das gibt ja nun. Nein, aber ich sag mal, was da bleiben wird, sind halt Unfallschäden oder sonstige Sachen, die halt durch Beschädigung kaputt gehen können. Das bleibt ja alles, ne? Steinschlag oder sonst irgendwas. Also diese Reparaturen, in Anführungsstrichen, die werden ja bleiben. Ja. Es fällt halt nur der Service, fällt halt irgendwo ein bisschen dünner aus. Ja, diese, ne? Flüssigkeitswechsel. Genau, und du musst kein Öl mehr wechseln, du musst keine Zündkerze mehr wechseln, gar nichts. Ne? Aber das Zerlegen, Reinigen der Bremse wird also wichtiger, wie die Verschleißwechsel, wie das Verschleißwechseln. Ja. Ansonsten, ich schätze mal, die Kosten so um 60-70% reduziert im Service für den Kunden. Unfallmäßig immer vorne weggelassen, weil das ist ja immer ein anderer Bereich. Unfall ist ja kein Service. Ja, jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir hier. Sind wir fertig. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Das ist schon irgendwie 13:30 gleich. Oh. Das heißt, wir haben jetzt gedauert. Irgendwie so 4 Stunden lang gequatscht und geguckt. Elektromobilität ist halt so spannend. Genau. Was findet man da für ein Schlusswort? Karl Detlef. Ja, Karl D. kann man sagen. Das Karl ist ein Begriff. D. ist kürzer. Karl D. ist ein Begriff im Rheinland, wo ich herkomme. Echt, ja? Ja, ja. Okay. Also Karl D. ist, das ist in der Branche ein Begriff, ja. Wirklich. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch und dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, den Wagen hier mal angucken zu dürfen. Ja, ist doch kein Problem. Ich mache Beratung und sowas, verkaufe Autos im Vermittlungsstatus, aber ich mache keine Videos. Von daher, ich mache keine Videos. Ja, ein bisschen. Ich mache keine Videos selber und von daher, ich eine Kamera machen würde, Katastrophe. Würde der Erste, der eigentlich würde abschalten. Da habe ich gedacht, du bist Berliner und du sonst. Du wirst jetzt hier wahrscheinlich den Knüller Zuschlag kriegen. Weiß ich nicht. An Zuschauern, die alleine du, nur jetzt wegen dem Auto und wegen dir gucken. Das weiß ich nicht. Und dich mal engagieren. Ich also werde dich unten verlinken. Ja, das werde ich auf alle Fälle machen. Wie gesagt, Homepage, Mail schreiben und dann mache ich Beratung, aber ganz ohne Verkaufsdruck. Das ist gar keine Frage. Und du bist ja nun in Berlin und der erste Niro in Berlin live, in echt. Ja. Das muss man ja auch sagen. Wir hatten jetzt in Frankreich schon eine Menge rumflitzen sehen. Ne? Und jeder hat gesagt, irgendwann Norwegen, kommen sie. Norwegen schon in Korea schon im Sommer. Genau. Aber hier live in Berlin. Ich muss sagen, ich bin sperrbegeistert. Ja, ich auch. Okay, ich danke dir. Gerne. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Danke. Okay. Tschüssi. Ciao.